Doppelpass mit dem nächsten Speaker an. Warum ich Doppelpass sage, können Sie sicherlich nachvollziehen. Er ist ehemaliger Fußballprofi, war die letzten 3 Jahre ORF-Fußballexperte, ist Coach und dreifacher Buchautor. Über sein neuestes Buch, frisch aus der Druckerpresse, sprechen wir jetzt. Begrüßen Sie mit mir Peter Alexander Hackmeier. Ich habe mich mit 8 Jahren zu meiner alleinerziehenden Mama damals gesagt: Mama, ich werde einmal Fußballprofi und werde dann unsere Rechnungen bezahlen und wenn wir auf Urlaub fahren, dann werde ich das finanzieren. Und was hat meine Mama gesagt? Ja, dran weiter. Es träumen Tausende von Burschen in Österreich davon, Fußballprofi zu werden, Millionen auf der ganzen Welt. Warum sollst du genau du das verwirklichen? 10 Jahre später, mit 18 Jahren, habe ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben, bei der SV Ried damals. Die ersten Gratulationen, der erste Anruf kommt natürlich von der Mama. Ja, Peter, super, dass du den Traum erfüllt hast. Und wann fahren wir jetzt auf Urlaub? Meine Antwort war aufgelegt: Traum weiter, Mama. Du wirst euch nicht einen 8-Jährigen ernst nehmen. In diesen 10 Jahren ist natürlich sehr viel passiert. Also ich habe mir diesen Traum, diesen großen Kindheitstraum natürlich nicht nur verwirklicht, weil ich ihn damals ausgesprochen habe. Ich glaube, das ist oft der erste Schritt, einmal alle Grenzen zu durchbrechen, sich einmal alles denken zu trauen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt zum Tun. Und diese Fragen, die ich für mich beantwortet habe, habe ich in meinem zweiten Buch dann auch verfasst, in Freigereist und habe das aber weitergesponnen, weil ich mir gedacht habe, das ist nur meine Sicht der Dinge. Und ich habe dann begonnen, andere Menschen zu befragen, Menschen, die sich ihre Träume verwirklicht haben. Sehr, sehr bunt, von dem 10-jährigen Lorenz, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Kinder unsere größten Lehrmeister sind, weil die noch frei sind von Grenzen, bis hin zur 78-jährigen Ute Karin Höllriegel, eine Psychologin und Traumforscherin. Und dazwischen ganz bunt Unternehmer, Künstler, Sportler, Studenten. Und ich bin der großen Frage nachgegangen und das war so die Initialzündung eigentlich am Beginn. Warum schaffen es manche zu träumen und diesen Weg auch zu gehen? Da gehört ja nicht nur das Träumen dazu, sondern dieses Träumen weiter, Traum weiter, Andi, was du angesprochen hast, das positiv zu besetzen, braucht einen Macher, der umsetzt, der tut, der die Schritte auch geht. Und was steht uns eigentlich im Weg? Und so habe ich eben diese 25 Lebensgeschichten gesammelt, ein paar sehr bekannte Beispiele, also ein Neurobiologe Gerald Hütter, von dem wir heute schon gehört haben, ein Roland Thüringer, ein André Heller, Christina Inhoff, Viktoria Schnaderbeck, aber auch sehr viele unbekannte Menschen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass jeder eine Geschichte zu erzählen hat und weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir von jedem Menschen lernen können. Die größte und wichtigste, habe ich schon angesprochen, die Begeisterung, also wirklich dem nachzugehen, was in dir ist, wo wir alle spüren, das ist das Wert, dass man dem nachgeht, wo man auch mal Schwächephasen durchlebt, wo man auch um 10 auf die Nacht noch vielleicht vor dem Computer sitzt oder rausgeht, Freistöße schießen oder an irgendeinem Konzept arbeitet. Also ich glaube, das spürt man relativ schnell, was die Begeisterung ist. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir alle es miteinander schaffen, das einmal rauszufinden, weil vieles ist am Weg, glaube ich, oft auch verloren gegangen, was das ist, was uns am meisten Spaß macht, wo wir am Ende des Tages ins Bett gehen und sagen können, heute habe ich meine Talente weiterentwickeln können, heute habe ich mich selber verwirklichen können, heute habe ich im Großen und Ganzen mit den Menschen meine Zeit verbracht, die mir am Herzen liegen, die ich gern habe, die mich gern habe. Also ich glaube, das Wesentlichste ist, dieser Begeisterung zu folgen. Und das Zweite, diese Selbstständigkeit. Und das nicht immer nur im beruflichen Sinne. Einige davon haben sie ja selbstständig gemacht. Aber auf jeden Fall diese Selbstständigkeit im eigenen Leben, vor der eigenen Türe zu kehren, die eigenen Antworten zu finden. Der Willi hat das auch abschließend so schön gesagt. Und auch diesen Mut zu finden, diese ersten Schritte zu gehen. Und gerade diese Veränderung ist am Beginn oft ganz, ganz schwer. Aber am Ende des Tages kann ich aus meiner Erfahrung und aus diesen Lebensgeschichten sagen, zahlt es immer aus, seine Träume zu verfolgen. Ich bin dort ins Internat gekommen und habe dort halt wirklich jeden Tag hart daran gearbeitet, mir diesen Traum erfüllen zu können. Und es hat damals auch geheißen, wenn die anderen um 6:45 so mit dem Polster im Gesicht in die Schule gegangen sind, dann war ich halt eine Stunde schon vorher auf der Matten und bin laufen gegangen, habe meine Kräftigungsübungen gemacht, habe nach dem Training, wenn die Flutlichter schon aus waren, Freistöße geschossen. Also ich habe einfach sehr, sehr viel investiert, aber das waren nie Entbehrungen, sondern das war immer einfach Arbeiten, ein konsequentes am Weg zu meinem Traum.
Also am Beginn war es relativ einfach, weil es der Kindheitstraum war, dann, wie angesprochen, sehr, sehr schwierig. Es waren einerseits Menschen und ganz, ganz viele in der Phase haben gesagt, bist du deppert, du kannst den Beruf nicht aufgeben, du kannst das Geld nicht aufgeben. Aber es hat immer eine Handvoll gegeben, die zu mir gestanden sind. Und dann war es ausprobieren. Ich habe das Schreiben probiert und die ersten Texte waren nicht die besten, logischerweise. Gerade war es eigentlich relativ schwer, diesen Move vom Fußballprofi zum Autor, das ist ja nicht der naheliegendste und es gibt immer noch sehr viele Menschen nach dem dritten Buch, die mir nicht glauben, dass ich das Buch selber geschrieben habe. Aber es war ein Ausprobieren, es war ein kleines Erfolgserlebnis sammeln und ja, am Beginn ist sicher oft der Mut, diese Veränderung einzuleiten, aber dann glaube ich, wenn man diese Kraft einmal gespürt hat, wenn man seinem Traum nachgeht, dann kommt vieles von selber.